Ja, hey Leute und willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich für euch ein paar Tipps geben, wie ihr am besten keinen Chat starten solltet. Sei es auf WhatsApp, sei es auf Facebook oder Instagram oder so. Ich möchte euch einfach mal zeigen, wie ihr keinen Chat starten sollt. Es ist natürlich wieder jedem so überlassen, wie er den Chat startet oder nicht. Kann auch sein, dass meine Tipps komplett unnötig sind. Es ist, wie gesagt, immer so meine Meinung. Ich habe das jetzt nicht irgendwie vom Google Forum oder von irgendeiner Studie erwiesen, dass das wirklich so ist. Das sind halt, so würde ich es halt nicht machen, okay? Also was heißt, so würde ich es ja nicht machen? Ich meine, den einen oder anderen Chat habe ich selbst auch schon, naja, nicht so ganz gut gestartet oder so. Egal, wir beginnen einfach mal. Normal ist ja, wenn man irgendwie hey schreibt oder so, dann schreibt logischerweise die Person irgendwie zurück hey. Eher, was ihr aber eher weniger machen solltet, ist direkt zu fragen, was man macht. Oder also einfach diese was macht Frage. Das ist wieder diese scheiß Standard-Chat. So diese, ihr kennt das doch, diese Standard-Chats. Wenn das dann so beginnt, man schreibt hey, zurück hey und dann beginnen diese Standard-Chats einfach und die gehen dann 1 bis 2 Minuten und gut ist, dann hat man jetzt mit der Person geschrieben und braucht nichts mehr machen, oder? Gar nicht gut, gar nicht gut. Wobei ich selber sagen muss, ich habe das selber auch schon gemacht, weil mir nichts eingefallen ist, was ich schreiben soll. Was ihr auch nicht machen solltet, ist eine Person nach 10 Jahren zurückschreiben. Ich hasse sowas, wenn man einfach so sich gar nicht mehr meldet. So, man schreibt mit der Person, okay, man schreibt ganz normal mit der Person, alles cool, und dann geht sie offline. Man denkt, okay, Handy oder so aus. Man sieht, dass sie online geht, aber sie antwortet nicht. Oder er antwortet nicht. Oder beide antworten nicht. Also, ja, geil, nicht. Aus irgendeinem Grund denke ich gerade die ganze Zeit, dass ich irgendwie diese Sachen schon mal irgendwie gemacht habe. Dass ich irgendwie so ein Video schon gemacht habe. Ich meine, what the fuck? Ja, okay, keine Ahnung. Wenn ich das schon mal gemacht habe, dann tut es mir leid. Jetzt habe ich aber noch einen richtig coolen Tipp. Und zwar, wenn ihr wirklich gar keine Ahnung habt, was ihr schreiben sollt oder so. Also so wirklich nichts wisst oder so. Einfach so gar nichts. So, ihr seid komplett durch mit euren Gedanken. Dann weiß ich auch nicht. Dann würde ich euch empfehlen, macht einfach irgendeine sinnlose Sprachnachricht, wo ihr halt irgendwas sagt, was ihr gemacht habt heute oder so, oder wie es euch gerade geht oder was auch immer. Aber macht nicht diese 5 Jahre Sprachnachrichten, weil ich hasse sowas abzuhören. Also 2 Minuten noch okay, aber 5 Jahre gar nicht gut. Wobei, wer macht eine Sprachnachricht, die 5 Jahre geht? Scheiße, was laber ich eigentlich? Also bei mir ist gerade noch was eingefallen, ich wollte ein Foto machen. So. Okay, gut, war nicht witzig. Letzter Tipp für heute. Was ihr nicht tun solltet, wenn ihr auf Instagram mit einer Person schreiben wollt oder mit einer Person Kontakt aufbauen wollt über Instagram, schreibt nicht gleich so, hey, ich will deine Nummer oder so. Oder hey, kriege ich deine Nummer, ich gebe sie auch wirklich gar keinem weiter. Ich glaube mir, diese Person würde es hassen. Ich selber hasse es auch, wenn ich Personen anschreiben, die dann so, yo, bekomme ich deine Nummer, ich würde sie auch wirklich niemandem weitergeben. Hört auf, niemals. Niemals. Nein, so braucht man keinen Kontakt auf. Versucht erst mit dieser Person normal zu schreiben irgendwie. Und dann kann man ja mal fragen. Aber so nicht. Jetzt tut es mir leider wieder leid, das zu sagen, denn dieses Video hier ist schon wieder vorbei. Es ging natürlich wieder nicht ganz so lange wie sonst. Ich versuche wirklich im nächsten Video mein Video länger zu gestalten. Nur jetzt gerade kann ich es halt nicht länger machen, weil mir fällt selber auch kein Tipp mehr ein. Und das war jetzt auch keine richtigen Tipps. Das war jetzt halt irgendwelche Sachen, die ich gerade gesagt habe, was mir so, was ich halt nicht machen würde und was ich nicht mag. So, versteht ihr? Ich schwöre, ich muss in jedem Video sagen, dass ich das nicht ernst nehmen soll. Im letzten Video, wo ich gekocht habe. Ich habe absichtlich gesagt, dass ich gekocht habe. Ich bin mir selbst bewusst, dass ich nicht gekocht habe, Leute. Ich schwöre, es kommen einfach so viele Leute. Ja, du hast gar nicht gekocht. Du hast hier nur eine Piccolini-Packung da warm gemacht. Habt ihr die Ironie im Video nicht verstanden? Mann, das sollte zum Spaß dienen. Das war's jetzt auf jeden Fall wieder mit diesem Video. Falls ihr solche random Videos hier feiert, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen, denn ich war auf meinem Kanal. Es gibt kein wichtiges Thema. Ihr könnt natürlich auch dieses Video hier mit euren Freunden oder so teilen. Würde mich persönlich sehr freuen. Ja. Ich an dieser Stelle würde jetzt sagen, das war's mit dem Video. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Und ja, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao, Leute. Oh, you make me wanna talk back. Talk back to you. Say you, say you.